Das ist der neue Audi A7 Sportback. Er hat die klassische Form eines Coupés, bietet 4 Personen viel Platz und ist mit seiner großen Heckklappe praktisch wie ein Kombi. Das Design des A7 Sportback steht für klassische Eleganz im Stil italienischer Gran Turismos. Die lange Motorhaube, der kurze vordere Überhang und das steil abfallende Heck zeichnen ein dynamisches Gesamtbild. Die flachen Scheinwerfer werden zu den Seiten hin breiter. Das verlegt den Schwerpunkt optisch nach außen. Auf Wunsch bietet Audi Voll-LED-Scheinwerfer an. Eine Innovation der Marke, erstmals beim R8 und beim A8 vorgestellt. In die Karosserieschulter haben Wolfgang Josef Egger, Leiter Design im Audi-Konzern, und Stefan Silaff, Chefdesigner der Marke Audi, ein drittes Seitenfenster integriert. Dessen Spitze verläuft nach oben, eine Reminiszenz an das Audi 100 Coupé S von 1969. Der Gepäckraumdeckel trägt einen Spoiler, der bei einer Geschwindigkeit von 130 km/h selbsttätig aus- und bei 80 km/h wieder einfährt. Zum Start liefert Audi den A7 Sportback ausschließlich mit V6-Motoren. Je 2 Benziner und 2 TDI kommen zum Einsatz. Ihre Leistungsspanne liegt zwischen 204 und 300 PS. Der neue 3.0 TDI mit 204 PS verbraucht mit Frontantrieb und Multitronic-Getriebe im Mittel 5,3 Liter Kraftstoff. Audi liefert 2 unterschiedliche Getriebetypen. Bei den Frontantriebsmodellen wird die stufenlose Multitronic verbaut. Die sportliche 7-Gang S-Tronic kooperiert mit dem permanenten Allradantrieb Quattro. Der kommt in seiner jüngsten Entwicklungsstufe mit Kronenrad-Mittendifferential und radselektiver Momentensteuerung zum Einsatz. Das prägende Element im Innenraum des A7 Sportback ist der sogenannte Wraparound, eine Horizontlinie, die Fahrer und Beifahrer umschließt. Das verbesserte MMI-Bediensystem mit zentraler Menütaste und reduzierter Tastenanzahl ist Serie. Die Sitzanlagen in hochwertigen Lederqualitäten sind auf Wunsch mit Klimatisierungs- und Massagefunktionen für die Vordersitze ausgestattet. Unter der langen, weit ins Dach gezogenen Heckklappe liegt ein Gepäckraum mit 535 Liter Volumen. Durch Umklappen der geteilten Vorlehnen wächst er auf 1390 Liter. Im Herbst 2010 steht der Audi A7 Sportback zu Preisen ab 51.650 Euro bei den Händlern.